Ja, ist gut, Enno. Brauchst du nicht rumschießen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Neue Folge, neue Session, neues Glück. Und an meinen Seiten, wann war Enno und Arvo? Und auf geht's. Hallo. Oh Gott. Guten Tag. Oh. Seid ihr drin? Warte, nein! Oh. Hallo, die anderen zwei fehlen. Ich dachte, ihr wärt drin. Falsche Seite. Falsche Seite. Sag's doch knapp. Ich hab noch nicht herausgefunden, wie ich auf die Sitzplätze tausche. Mittlere Maustaste. Achso. Okay, so, wir haben jetzt ein ganz dringendes Rendezvous mit dem Todestruck. Ich weiß nicht, wo lang, ne? Ich dachte mit unserem Psychiater. Ja, das auch. So, also, ich erinnere nochmal daran, den Fahrer nicht töten. Welchen Fahrer? Weil wir Informationen brauchen. Nach rechts, bitte. Nach rechts. Das soll uns zum Eintopfmacher führen. Boah, jetzt so ein Eintopf. Jetzt eine Pizza. Jetzt ein Döner. Ja? Ja. Mit schön Knoblauch. Oh. Jetzt ein Panzerkeks. Nee. Oh Mann. Nee. Ja, jetzt noch eine kleine Kurve und hinter der... Jetzt auf der Geraden, da kommt er uns entgegen. Okay. Okay. Da ist er schon. Moment, soll ich dich mal drehen vielleicht? Achtet auf den Trailer. Ah, jetzt ist ein Fahrer drin. Er hat den Wagen schon voll mit verdammten Leichen. Oh. So, da ist er. Das ging einfach. Stopp! Ich bin unbewaffnet! Okay, hier ist Abro. Ich geh mal kurz von der Straße runter, nicht dass uns wieder jemand überfährt. Bist du El Pasolero? Hast du einen Arsch auf? Fuck nein, der bin ich nicht. Ich fahr nur den Truck, well. Nada más. Sag mir den Namen und wo ich ihn finde. Er heißt Raul sonst was. Raul Morillo. Sicher, dass du wissen willst, wo er ist? Motherfucker, sag mir, wo El Pozolero ist. Ich hab schon seit Tagen keine Geduld mehr. Schon gut, ich sage, wo er ist. Pero ihr werdet wünschen, ihr hättet es niemals erfahren. Bowman, hier Nomad. Der Fahrer hat uns El Pozoleros Namen verraten. Raul Morillo. Und wir wissen auch, wo er ist. Fantastisch. Ich überprüfe Morillo und leite weiter, was ich über ihn finde. Das ist seltsam, Bowman. Zwei Sitze? Die Kartelltypen halten sich von El Pozolero fern. Mit zwei Plattenreisen. Deshalb wird so wenig über ihn geredet. Passen Sie auf, wir wissen nicht genug. Sorgen Sie nur dafür, dass er am Leben bleibt. Sonst erfahren wir nie etwas über die Vermissten. Es war mir halt ein bisschen zu großes Risiko, wenn der jetzt auf uns zukommt, irgendwie. Scheinbar hat sie Infos zu El Pozolero ausgegraben. War gut, da hat mich gerade angeglotzt. Halt. Das gefällt mir nicht. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. So, ich bin total angespannt. Wo haben wir ihn denn? Schon ein bisschen nervös. Ach Gottchen, ist das weit weg. Sollen wir uns einen Heli schnappen? So viele sind es gar nicht. Wir wissen nur nicht, welche. Ich glaube, bei uns ist es gut. Wir müssen direkt rein. Ich meine auch. Ich will El Pozolero sehen, bevor er uns sieht. Jo, hallo, da war wieder einer auf der Straße. Ich habe nichts gespürt. Nächste Gelegenheit, links abbiegen. Du hast nichts gespürt. Oh, jetzt. Was? Aber du hast nichts gespürt, ne? Es kommt davon, dass du von uns schon zu viele Handschläge gekriegt hast. Ein unwegiges Gelände mit diesem Fahrzeug. Und nochmal links. Sehr schön. Ripper auch jetzt hier gleich links. Ja, wir sind irgendwie am Ziel vorbei. Ich steig mal aus. Hast du dein Nachtsichtgerät nicht an? Wann war? Hier ist doch nichts, was. Wo ich, hä? Ja, nee. Hier ist steig lieber aus. Woher müsst ihr denn? Oh, sein? Hier! Hallo. Das ist fast über. Also, das war jetzt wirklich knapp. Ja. Jetzt habe ich endlich mal so ein Auto hier ich vollständig in Ernst hier erhalten. Jetzt darf ich es nicht fahren. Nein. Geradeaus. Gut. Dann schnappen wir uns den Typen mal. Okay, also, wir dürfen ihn leider nicht töten.
sollen ihn zu Bowman bringen, weil sonst finden wir die vermissten Personen nie wieder. Ja, okay. Das ergibt Sinn. Wer vermisst es, wissen wir aber nicht, oder? Rebellen und andere Freunde. Waren die dazu Krieg in die Luft, wenn ich schieß? Ja. Die paar Häuschen hier sind das übrigens schon. Oh. Kannst vielleicht hier oben auf dem Berg irgendwo landen? Kein Problem. So ein bisschen links von uns sind ein paar Plateaus, die glaube ich ganz schnucklig sind. Ja, oder hier ist es auch schön. Such dir eine schöne Stelle aus. Will nur das Sniper raus? Ich denke, wir gucken auch von hier aus. Oh, Vorsicht! Vorsicht hinter die Steine. Ja, Vorsicht. Ja, genau das ist das Problem. Ich bin schief. Ja gut, ach, wir brauchen den der Heli ist Scharfschützen danach, den. Ich muss etwas weiter weg. Zeit am Boden. Heli sonst. Achtung, da ist einer zwischen den Steinen. Au! Auf den? Das ist der Scharfschütze. Oh nein, ich hab irgendwas von einem Hubschrauber gehört. Ja, das sollte man hinkriegen. Ja. Ja, da kommt ein Heli. Okay, guck, wir sollten die Situation so ruhig wie möglich abklingen lassen. Okay, der ist weg. Hab den Jenny noch nicht gefunden. Was denn? Der Alarm ist jetzt aus. So, Generator. Alarm ist aus. Aber den Generator hast du nicht. Bisher noch nicht. Schade. Die Drohne ist oben. Ja. Hallo? Hier oben erstmal nicht. Das ging ein bisschen knapp am Kopf vorbei. Ich glaube, die wissen aber sonst nicht, wo wir sind, oder? Ich glaube auch nicht. So wie es sich anhört. Ach, Generator gefunden. Ich hab noch einen Tag. Direkt vor uns. Okay. Generator schweigt. Ah okay, ja, da sehe ich ihn. Weg. Ja. Okay, was? Wir laufen hier am Plateau lang, würde ich sagen. Bis wir auf Höhe von 1 sind. Mhm. Enno, wann wir, ihr könnt unten direkt lang gehen. Reaper, du bleibst oben auf den Plateaus. Bist du schon runter oder was? Ich komm nicht hoch. Wie auch immer du das geschafft hast, also ich bin noch oben. Ich bin am vordersten Teil der Mauer. Ja, ich auch. Aber Reaper, du kannst auch gerne in den Turm gehen, wenn dir es besser gefällt. Dann geh hier vorne in den Turm. Das sind eigentlich alle Positionen nicht gerade gut hier. Aber der Turm ist gut, der ist schön mittig. Oh, ich werde gesehen. Vorsicht, nicht weitergehen. Achtung, ich guck einmal. Der Typ ist ein bisschen unruhig. Ich sehe ihn. Die Eins. Ja, da stehen mehrere. Die verstecken sich da. Aber wie haben die uns gesehen? Ich glaube, die sind noch ein bisschen wegen dem Alarm. Ne? Na, Achtung, der kommt durch das Mauerloch durch. Nee, doch nicht. Das, wir werden gesehen. Oh Gott. Bei uns hinter der Mauer schon. Ah! Entschuldigung. Hab ihn. Mist. Das ist unser Medi? Ach, unser Medi. Scheiße nochmal. Okay, wir gehen noch einmal das Plateau ein Stück hoch. Es hat mich als erster getroffen, direkt. Wir haben Sniper hinter uns. Noch ein Tango ist ein Turm ist er. Autsch. Noch ein Ziel, mach 10. Sniper ist weg. Sehr gut. Umgelegt. Erstmal ein Stückchen hinter die Steine wieder. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Achtung, wir haben 4 Leute hier vorne. Oh Gott, ich werde hier. Mann, was ist hier vorne an der Mauer? Ich muss in Deckung gehen. Ich werde. Ach, was in Deckung? Doch, hier. Na wo, im Müll. Nein, Moment. Was so knapp. Ja.
Mist, die hat's nicht erwischt. Oh Gott, weißt du die Lage von Reaper etwa? Negativ. Ich versuch sie mal irgendwie zu. Ihn halt irgendwie mal zu. Ich glaube, ich habe hier hinten halb. Räum hier hinten halt jetzt halbwegs auf. Nee, das ist er nicht. Ich glaube, ich höre ihn. Ich höre seinen Herzschlag. Ah, da ist er. Danke. Was? Direkt nach dem Turm war er noch. Und unten noch. Oh mein Gott. Ah, Mist. Wir sind Deckung. Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Ist doch so gut, es geht was zu sagen. Im hinteren Turm. Okay, Verstärkung ist unterwegs. Das sollte weg sein. Okay, der Sniper ist weg, ja. Aua! Hier vorne sind noch welche. Der am Turm ist weg. Bei der 2 ist noch ein weiterer. Immer noch. Ja, ein unmarkierter und ein markierter, genau. Ja. Okay, der Heli ist vielleicht auch störend, ich weiß es nicht. Ich hole so, in der näheren Umgebung ist erstmal Ruhe. Sicher, Hilfe ist schon zu euch unterwegs. Wer sind die denn? In Position. Habt ihr Verstärkung? Ja, die sollte eigentlich schon früher kommen, aber okay. Naja. Wenn die nicht so ausgebildet sind wie wir, brauchst du länger. Da kommen Leute angerannt. Ja, wir sind aber im Inneren eigentlich schon. Der Kerl ist hin. Also gut. Reaper, du kannst wie gesagt den Turm hochgehen. Dann kannst du den einen Sniper da hinten auf dem anderen Turm wegmachen, die 2. Verstanden. Ich schicke eine Leuchtrakete. Augen zu. Okay. Was soll das denn? Naja, denn. Drittes Ziel. Kommen die vielleicht hier hoch und wir können die Pass auf, Lauffeuer nehmen. Mit den Flares, sie können Unidad anlocken. Die sind darauf geschult, auf sowas zu reagieren. Oh. Okay. Ich glaube, wir haben gerade keine Helis von denen. Hab ihn, er ist tot. Da ist noch einer auf dem einen Dach. Ich habe ihn jetzt markiert als 3. Drittes Ziel da. Ansonsten sehe ich niemanden, der so frei rumläuft. Das Problem ist, dass mich das Signalfackelding stört ein bisschen. Ja, das dürfte gleich sich abkühlen. Ich habe hier drin den roten gefunden. Oh. Oh. Nimm man doch mal mit. Wir haben auch noch eine Waffenkiste. Ja, wo, Enno? Wo bist du? Bei dem Truck? Ja. Hier, hinter dem Truck. Hier hinter dem Truck. Ah. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Ach, danke. Bitte. Wenn ihr Richtung 3 lauft, da irgendwo soll auch noch angeblich eine Waffenkiste sein. Achtung, okay. Granate fliegt Richtung 3. Okay, wir müssen die 3 ja eh erledigen. Wo steht die 3 etwa? Dass man sich auf dem Dach. Auf dem Dach, okay. Wir sind auf erhöhter Position. Weg. Er ist tot. Ich hab gleichzeitig noch geschossen. Der ist unten in so einem kleinen Flachbau. Lachzange. Ja, das auch. Ach, da unten ist eine Armeria. Das ist wahrscheinlich das, wo die Waffenkiste drin ist. Eins und zwei nicht im Blick, die sind auf einer Ebene unter uns. Mhm. Also eine Ebene runter, da ist die Armeria. Ich sehe auch die da, wo es explodiert. Neuen Kräfte kommen, die kommen von der Straße aus. Ich glaube, da müsste irgendwo ein offenes Fahrzeug sein. Jetzt sind's 3. Ihn hast du erwischt. Granate fliegt, nehmt das. Oh. Ja, ihn hab ich. Hab einen. Oh. Granate fliegt. Unser Ziel ist, was wir übrigens nicht töten dürfen, ich erinnere nochmal daran, ist in der großen Lagerhalle links. Also wenn ihr Richtung 2 guckt, links, aber halt eine Etage höher als die 2. Okay. Oh. Dann habe ich sie, glaube ich, im Blick, die mit den Reaper
Ich hab gesehen. Ich bin hier bei dem General. Oh, okay. Okay. Ach du Scheiße, ist das tief. Aua. Ist es geschafft? Nö. Okay. Wo ist jetzt die Arme? Ach hier. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Auf Munition. Ah, die ist ja einfach zu finden. Wir sammeln uns kurz bei der Armaria. Das ja, wollte ich schon. Gut. Dann wieder alle wissen, wo alle sind. Ja, Achtung, ich habe auch wieder Funksprüche gehört, die. Ja, da kommen auch Personen. Feind am Boden. Ich kann gerade nicht gucken, weil ich zu euch vorrücke. Granate fliegt. Granate kommt. Come mierda, culeros. Oh. Ist das der Heli? Ja. Nee, das Auto. Oh, das Auto. In die Armerie, das ist sicher hier. Ja, ihr habt Leute den Schützen erwischt. Enno, du könntest sonst die Sprengrunde nutzen, vielleicht. Ja, wenn ihr wollt, kann ich's machen. Ich werde beschossen. Nur die Sprengrunde, lass mich vor. Ja. Sehr guter Einsatz. Ja, gleich wow. Bleibt nochmal am Eingang. Da stand nämlich noch ein drittes Fahrzeug. Hm. Moment mal kurz, ich hab das. Oder? Ja. Nee, Gebäude das, hier vor das ist nur aus. Oder wo? Ich pack die Drohne. Nein, links. Ich links. Mit dem Totenkopf. Okay. Lieber? Ja, wir gehen lieber zusammen dahin. Hinter dir, sozusagen. Da. Mit dem. Ah, mit dem Reaper. Genau. Dein Reaper. Weißt du, was ich drauf gebe? Nö. Mhm. Hier finden schon wieder die ersten Anfeindungen statt. Ich sehe El Pozzolero. Wir brauchen ihn lebend. Manos arriba, lass mich deine Hände sehen. Hola, señores. Ihr seid größer als die üblichen Botten. Was machen hier... Was für ein Arschloch. Was machen hier ist... Filmscheinwerfer? Ich glaube, der genießt seine Arbeit. Schade, man kann nicht in das Becken rein. Wann so. War? Die sortieren jetzt nach Körperteilen. Moment. Oder? Scheint so. Wir in dem einen liegen nur Arme und in dem anderen nur... Achtung, wir stehen unter Beschuss. Oh. Von wo? Ist down. Ab ins Auto. Okay. Oh, hier liegt noch ein Handy. Ja klar, dass der alles geschützt geht. Ne, Mist. Mann. Sag doch, dass er auf der Seite sitzt. Da sitzt einer drin. Tom. Toll, bis der zu Hause angekommen ist, Hat der sich auch aufgelöst in Matron-Lauge. Wir können los. Gut. Ja, da einmal runter eigentlich, aber. Falls du dann den schönsten Weg. Brauche ich mir so. Da vorne nach links. Deinen Teddybär? Es ist nicht so, wie er denkt. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind keine Freunde. Schauen wir gerade nach Ermessen. Nee. Ja, das sieht gut aus. Der Weg ist perfekt. Ein bisschen eng. Immer weiter geradeaus. Wir müssen weitermachen. Falls wir über Nacht bleiben, brauche ich Mioso. Ein Bär? Deinen Teddybär? Es ist nicht so, wie er denkt. Ich habe keine Angst im Dunkeln. Aber Pepito denkt, ich würde fremdgehen. Ja, jetzt geht das so ein bisschen rechts. Straßenverlauf voll. Pepito hat sie aufs Übelste beschimpft. Ich musste ihn versollen. Also Pepito, nicht... Oh, und rechts abbiegen gleich. Jetzt. Ich glaub, also, das ernst. Da vorne. Irgendwie ist er echt geistig zurückgeblieben. Da jetzt, genau. Das war ein Unidad, oder? Ja. Oh, oh. Okay, hinter der Kurve, nach links ab. Jetzt genau. Nicht hier runterfahren? Na, dich nicht vor. Zurück an die Arbeit. Meint er das ernst oder verarscht er uns? Ich glaube, der meint das ernst. Da ist es schon. Gott, oh Gott. Das folgt uns aber wir beeilen. Fluchen alle Amerikaner so viel? Zur Not tragen wir diese Woche einen Gringo wegspülen. Aber er ist doch nicht da. Wir kommen doch an unser Ziel. Ich mach meinen Job. Sind da. Ich verurteile keinen. Wegspülen? Passt. Du meinst einen Amerikaner in ein Fass stecken und ihn mit Lauge übergießen? Claro que sí. Dann bringen wir den mal da rein, ne? Hm.
Oh Mann. Inigo Morales, ein Bezirksrichter, auf dem Weg von der Arbeit verschwunden. Octavio Rodriguez, ein junger Aktivist. Von einer Gang bewaffneter Männer vor einer Bar entführt. Spurlos verschwunden. Mirabel Castro, eine Lehrerin, wurde zuletzt an einem Unidad-Kontrollpunkt gesehen. An sie erinnere ich mich. Sie hatte wunderschöne Haut, so wie ein Engel. In der Akte hier sind noch 1000 andere Opfer, du krankes Schwein, nur aus diesem Jahr. Jeder Einzelne hatte eine Familie, die vor Trauer verrückt wird, weil sie zerstört wurde. Sie waren schon tot, was hatte ich denn tun sollen? Maides glaubt, er ist im Kopf noch ein Kind. Vermutlich hat er keinen Plan, was sie meinen. Dann hat er besser ein verdammt gutes Gedächtnis. Ich will den Namen jeder einzelnen Person, die sie in so ein verficktes Fass gesteckt haben. Scheißegal, wie lange es dauert, verstanden? Ja, okay. Und dann bringen sie mich zurück, ja? Ich muss weiterarbeiten. Der verarscht uns doch nur, oder? Wieso haben wir eigentlich jetzt Walter White festgenommen? Also ich glaube, entweder... Ich kann mit Dummheit umgehen und mit Grausamkeit, aber beides zusammen, das geht nicht. Er ist nicht wirklich dumm, nur emotional unterentwickelt. Er hat nicht gelernt, wie man mit dem Tod umgeht. Also ist sein Gehirn kaputt? Er ist dissoziativ. Ganz genau. Meine Kinder dürfen keine Ameisen mehr verbrennen. Sueño hat El Muro beauftragt, La Plaga auszuschalten. Aber statt seinen kleinen Bruder zu töten, versucht El Muro jetzt, ihn aus dem Land zu schmuggeln. Also wendet sich Sueños rechte Hand gegen ihn. Noch besser. Wir wissen, wo La Plaga ist. Bringen wir es zu Ende. Ich bin die Hinrichtungsvideos leid. Wird uns ein Vergnügen sein. Aber sollten wir das nicht... Okay. In der nächsten Folge tun? Sind wir mit dem Gebiet durch, ja, ne? Ja. Yep. Dann, ja, machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, willkommen zurück beim Chaos-Trupp. Bis dahin, tschüss. Tschüss.